Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich dann für euch ein schönes Make-up-Look hier für euch. So einen etwa rötlichen Smoky Eye, würde ich erstmal sagen. Ja, das ist halt eben so dabei rausgekommen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video oder ihr habt Spaß dabei. Und ich würde mal sagen, wir legen es schnell los. So Leute, wie ihr seht, habe ich ja ein Auge schon ja eigentlich ja außerhalb der Kamera gemacht, denn davor wusste ich ja nicht, was ich schminken will. Also wo es eher sowas wie ein rotes Smoky Eye, irgendwie sowas, ne? Also ja, Augenbrauen, Lider sind ja fertig und so alles ist schon fertig. Dann wird es bestimmt, glaube ich, nicht allzu lange dauern, das Video. Was ich mal hoffe. Dafür benutze ich ja die zwei Paletten hier. Einmal die Cocoa Blend Palette und die Boutique Palette, die Fever. Und ja, ich lege dann mal jetzt schnell los. Als erstes, so, um die Lidfalte so ein bisschen zu betonen, habe ich dann mal die Palette hier benutzt. Erstmal von Boutique die Farbe Red Cherry. Und benutze dann den Blenderpinsel hier von Louvre. Das ist der E525er und ich gehe da rein mit dem Pinsel und ja, erzeuge sozusagen einen Übergang. Ich hoffe, man sieht es jetzt gut. Und ich baue es dann ja immer wieder auf, damit es ja ebenso vorkommt wie in dem Auge. Dann benutze ich den Real Techniques Blenderpinsel hier und gehe dann in die Farbe Fever, dann hier in der Palette von Boutique rein. Und das wird dann so meine zweite Farbe, die hier so ein bisschen in die Lidfalte und aufs Lid geht. Dann verblende ich halt das hier so noch so ein bisschen ineinander. Dann benutze ich in der Cocoa Blend Palette diese wunderschöne Farbe hier. Das ist ja Warm Notes, die Farbe. Nehme ich so ein bisschen mit dem Finger und gehe dann damit aufs etwas beweglichere Lid. Heute will ich es ja nicht so sehr mit dem Make-up eigentlich ja übertreiben, da ich ja gleich ja, weil gerade wenn ich streame, ist es ja Sonntag, so an einem komischen Wochenende, sehr sehr komisch. Ich kann es ja euch ja hier ja mal erzählen, die von Instagram wissen es ja schon, was so am Wochenende passiert ist. Es war ein richtig komischer Wochenende. So richtig. Wenn ihr es wissen wollt, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr gerne ein Storytime-Video sehen wollt. Denn ich hätte schon Bock, das zu drehen. ja. Dann gehe ich mit dem Pinsel hier von Evelyn aus dem Blenderpinsel und gehe in die Farbe Daiquiri, um das hier so an, also da, wo ich eigentlich ja schon verblendet habe, nochmal ein bisschen zu verblenden. Dann gehe ich wieder in die Fever Palette und benutze das Schwarze hier, das ist Blacklist, und gehe da hier ganz nah an meinem Wimpernkranz, um ein bisschen zum Verdichten. So, somit sind dann erstmal die Augen schon mal fertig. Ich würde mal sagen, ich mache dann schnell mit dem Gesicht weiter. So, meine Augen sind ja schon gesagt, wie fertig. Ich muss jetzt weitermachen mit dem Gesicht. Und zwar als Primer habe ich hier jetzt mal den von Pore Professional, den von Benefit. Den benutze ich gerade zur Zeit sehr häufig. Naja, der ist auch ja schon fast leer. Nur noch sehr wenig drin. Ich benutze den auch recht täglich zur Zeit. Ich tue es dann auch hier in meine T-Zone, hier an der Nase und auch hier so ein bisschen.
also Gesichtspflege und so alles habe ich ja schon davor aufgetragen. Ich mache es auch zurzeit immer so, ich tue dann auch nicht wirklich ein zweites Primer auftragen, da es sich auch so ganz gut aufteilen lässt. Also, ja. Denn mit der Creme sieht so aus, als hätte ich schon ein Primer drauf. Also, auch so klappt es ganz gut. Als Foundation habe ich hier diesmal die von Maybelline, die Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Das ist dann in der Farbe 40 Fawn, also 40 Fawn. Die ist auch ja recht dickflüssig, die kann man auch nicht wirklich schütteln. Ne? Ich gebe dann so ein bisschen hier in meinen Handrücken und das hier ist halt immer so im Gesicht. Ich verblende sie ja dann mit meinem Beauty Blender. Und als Concealer benutze ich dann den hier, also den Augenlöscher von Maybelline auch. Das ist auch mein absolutes Favorit. Und ich gebe es dann hier unter den Augen auf. So, ich muss noch ein bisschen mehr aufziehen. Dann benutze ich auch dafür dann mein Beauty Blender. Ah ja, den Concealer benutze ich ja in der Farbe 03 Fair. Ich gehe dann auch wieder mit meinem Loose Powder von Tamtam unter die Augen. War wieder ein bisschen zu viel. Und bake auch, da ich ja will, dass es den ganzen Tag hält. Dann benutze ich ja für das restliche Gesicht mein All About Matte Puder von Essence. Puder benutze ich dann den Pinsel hier von Juvia's, der Powder Brush in der E208. Fürs Contouring und Bronzing benutze ich dann meistens ja wie immer den Hoola Bronzer. Ich konturiere dann ja auch erstmal mit dem und dafür benutze ich den Pinsel hier von Mrs. Bella, die Nummer 3. Dann für die Nase benutze ich dann den kleinen Real Techniques Pinsel und konturiere damit so meine Nase.
das war's dann auch schon damit. Ich gehe dann auch wieder dann ja natürlich mit dem Baking-Puder hier so an die Konturen ran, damit es so ein bisschen eine schärfere Kante gibt. Dafür mache ich schon mal das Baking-Puder hier unter den Augen schon mal weg. Mit dem einfachen Pinsel, was ich mal im Müller gekauft hatte. So, solange das alles noch so ist, ich habe ja auch schon das Baking-Puder hier weggemacht. Ich glaube, ich mache dann erstmal weiter mit den Augen. Ich gehe mit diesem dünnen Evelyn-Pinsel in die Farbe Cherry rein. Und setze es dann und dann benutze ich auch wieder die Farbe Fever zum Verblenden mit dem Pinsel hier von Essence. Dann benutze ich auch ein bisschen vom Schwarz und ja, ich benutze ja wieder den schwarzen hier von S von der Boutique Palette und nehme diesen Pinsel, Brush Pinsel, und gehe sehr nah an meinen unteren Wimpernkranz damit. So, das ist so dann erst schon mal fertig. Ich mache mal einfach noch schnell mit dem Gesicht weiter. So, bevor ich das Baking hier unten wegmache, mache ich erstmal kurz weiter mit dem Blush. Heute habe ich dann mal den hier von Shine It Up da, so ein bisschen etwas dezenterer. Das ist die Farbe 010. Da sind hier meist nur so Zahlen drauf und nicht so wirklich Farbnamen, aber naja. Ich benutze dann für den Blush den Pinsel hier von Luvia, den E213er. Dann mache ich das Baking Puder hier unten drunter schon mal weg. Als nächstes benutze ich schon mal so ein bisschen, damit das alles ineinander verschmilzt. Also den Setting Spray hier, also Skincare Spray von Mario Badescu, aufs Gesicht natürlich, damit das alles eben so ein bisschen aufeinander einverschmilzt. Als Highlighter benutze ich dann meinen Lieblingshighlighter, den von Cubanita, den hier. Von Essence ist der ja aus einer LE gewesen. Und ja, benutze es als mein Highlight heute. Naja, das benutze ich ja jeden Tag. So, also wenn ich mich schminke. Wenn. Obwohl es die letzten Tage irgendwie nicht so war, dass ich so regelmäßig geschminkt war. Irgendwie keine Ahnung wieso. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man auch immer so ungeschminkt rausgeht. Denn meine Kollegen sollen mich ja auch kennen, mit Schminke oder auch ohne Schminke. Ne?
Dann gebe ich es auch noch so ein bisschen auf die Nase. Und am Nasenrücken. Dann mache ich mal weiter mit den Augen, also Mascara und die Wimpern. Ich mache mal das schnell, lieber außerhalb der Kamera, dann komme ich dann gleich dann zum Ende dann wieder. Ich bin ja dann schon fast fertig. Ich mache nur einen kleinen Retouch, denn ich habe ja vergessen, Augenbrauenbogen, Highlight und Highlighter zu machen. Also mache ich es jetzt noch schnell. Dafür verwende ich dann die Cocoa Blend Palette wieder. Und zwar diese schöne Farbe hier. Das ist die Farbe Sweeter End. Und ich benutze dann den kleinen Pinsel hier, was ich aus einer Palette habe. Und ja, setze mir da den Augenbrauenbogen-Highlight und Innenhighlighter. Und ja. Soll ich auch so, das ist dann schon mal gemacht. Ich mache dann auch schnell wieder mit den Lippen weiter. Und zwar, ich habe gar nicht drüber lange nachgedacht, was ich auf den Lippen tragen will. Und zwar, hier habe ich dann wieder meine Lieblingskombi. Ich weiß nicht wieso, aber gerade kommt nicht wirklich was an diese Kombi dran. Ich trage die sehr, sehr gerne. Auch immer noch. So diesen Monat, auch wenn es gerade erst noch angefangen hat. ja, ich mache dann einfach jetzt schnell damit weiter. Dann kommen wir auch noch zum Schluss und zwar mit meinem Highlighter und dem Setting Spray natürlich. Aber zuerst kommt ja der Setting Spray. Das sprühe ich mal in meinem Gesicht auf, damit das Gesicht schön gesettet ist, damit es auch natürlich den ganzen Tag hält. Das wäre schon bestimmt bald leer. Ich muss mir bald ein neues nachbestellen. Aber ich glaube, ich hole mir dann das Große davon. Ah ja, Wimpern habe ich ja auch schon natürlich ja aufgeklebt gehabt, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich habe ja meine Lieblings-Falsies aufgetragen, zwar die Demi Whispers von Ardell. Und Mascara habe ich die... wartet. Die Volume Stylist Mascara von Essence benutzt gehabt. Dann benutze ich auch wieder ein bisschen was von meinem Highlighter, damit es ein bisschen mehr herauskommt. Da ich ja gerade ja erst den Setting Spray drauf gemacht habe, verschmilzt ja auch noch so ein bisschen mit damit rein. Noch ein bisschen hier im Glow. Dieser Highlighter ist einfach so besonders für mich. Ich weiß auch nicht wieso. Dann auch wieder so ein bisschen an der Nase. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Das ist dann ja der fertige Endergebnis von dem Look. Sieht sehr, sehr schön aus. Passt auch natürlich zu dem, was ich auch gerade anhab. War zwar nicht so geplant, aber ja, ich finde, es passt ganz gut so. Und ja, an dieser Stelle beende ich dann das Video natürlich.
Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und kommentiert auch gerne, was ihr so sehen wollt, noch so an Videos. Ich würde mich selber Vorschläge freuen. Und ja, ihr könnt mir auch gerne natürlich auf meinem Instagram-Kanal Seite, eher gesagt, ja, folgen, wenn ihr möchtet. Ich lasse euch meinen Namen oder auch die Seite davon. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gib mir schnell einen Daumen nach oben da. Ich bin auch natürlich schon über 100 Abonnenten. Falls ihr dieses Video hier seht, ist dann bestimmt auch vielleicht die Verlosung fast vorbei. Dann, ja. Und ja, nicht vergessen, also liked es gerne, kommentiert es auch, teilt mich auch gerne mit euren Freunden. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!